Was wollen wir denn machen? Du willst die Begrüßung machen jetzt. Ja, aber okay, egal. Hier ist ein Baby. Ein wunderschön. Wir sind fertig mit den Mutanten. Wie immer, die sind ja, also das ist ja gar kein Problem, gerade für mich. Mutantenrüstung, läuft alles. Farm. Ich würde sagen, wir gehen heute vielleicht ein bisschen wieder auf Expedition. Wir brauchen mal ein paar neue Pflanzen und so. Daniel ist hier vielleicht im Ackern. Und dann vielleicht noch ein kleines bisschen farmen oder so. Mir fehlt ernsthaft ein Stock, Henny. Ich hatte einen Stock noch. Feuer, Feuer. Das ist ja so geil, wenn man die Mutanten auch... Kannst du hier das Beet neu hinbauen? Ja. Boah, das ist echt belastend mit dem Beet. Ach nee, hier war das Beet. Hier, ne? Ja, ich weiß. Aber da waren Sachen drin. Das ist ein bisschen nervig. Das ist echt scheiße. Kacke. Sag ehrlich, so schlimm findest du es gar nicht, oder? Hä? Ich find's übel nervig. Echt? Brutal. Hä, du nicht? Ich find mit dem Steg am nervigsten. Also Beet. Der Steg ist ja auch noch weg. Ja, deswegen. Und der hat ja 30 Baumstämme oder so. Mit den Treppen da. Aber ein bisschen ist noch ganz von dem. Ich hab's repariert. Ach, echt? Ganz bisschen. Du musst am Haus nochmal reparieren. Weil da... Oh mein Gott, hier ist nochmal ein Boss. Nicht im Ernst. Doch, der ist gerade hinter mir. Ich bin gerade am Beet bauen und jetzt macht das wieder kaputt, oder was? Das ist doch so ein Billo-Boss. Ja. Ja, komm, gib Ruhe und Stück. Aber wenn wir komplett Mutantenrüstung hätten und die uns dann nicht mehr angreifen würden, das wäre schon mega OP und mega nice. Ja, wenn wir die dann noch angreifen können. Weil dann könnten wir, wenn wir gerade mal keinen Bock auf die haben, können wir die einfach mal kurz nicht angreifen. Aber irgendwie habe ich immer Bock, gegen die zu kämpfen. Aber die Mutantenrüstung geht echt nicht kaputt, oder? Doch, die geht kaputt. Ich hab schon zwei. Guck mal, wie der hier rumwabbelt. Guck mal hierher. Wabbelt der bei dir aus so? Lauf mal da oben gegen, guck mal. Ja. Geht. Wabbel. Alter, ich bin ja voller Blut auf. Wenn du die Rüstung anhast, dann kriegst du keinerlei Schaden. Also wirklich gar nichts an Schaden. Null. Egal wie viele dich da auch angreifen, du kriegst gar nichts an Damage. Also ich glaube, wir gammeln im Spiel zu viel zu Hause rum. Gut, aber wenn hier die ganze Zeit Mutanten und so kommen? Mutanten. Wir müssen uns jetzt mal auf den Weg machen. Ja, ich habe kurz Rüstung gemacht. Ey, das ist das erste Mal, dass ich 10 Rüstungsdinger habe. Leute, machen wir Fenster nicht. Lass mal kurz speichern und dann auf Entdeckungstour, oder? Ja. Komm mal her. So wegen der Sichtweite, weil ich die Sichtweite ganz runter habe, ist das so komisch mit den Koffern, die spawnen immer neu. Ich würde mich nur noch gerne einmal auf die Bank setzen. Einmal speichern und dann auf geht's, weil wir brauchen ganz viel Sachen. Wir brauchen Stoff, wir brauchen alles mögliche. Eigentlich brauchen wir alles. Deswegen wird das jetzt hier eine Folge der Entdeckungstour. Warte mal, wie geht jetzt auch nochmal... Hast du der Rucksack, der Steinrucksack, wie geht denn der nochmal? Das hatte ich doch eben. Achso, ich habe ja keinen Stoff und keine Seile. Ey, das ist so belastend. Soll ich das herstellen? Wie macht man das denn? Lass einfach suchen, komm, nee. In den Lagern haben wir doch immer relativ viel Stoff. Wo bist denn du? Ach, da. Weil in den Lagern, die wir hinten immer hatten, war ja immer ganz viel. Weil es ist schon wichtig, dass wir da mehr tragen können, auch mehr Stöcke. Ja. Weil es ultra nervig, wenn die andauernd leer sind. Das stimmt. Schon extrem nervig. Hier unten sind schon mal... Sind hier Fische? Nee, doch. Ja, wieso? Farmst du jetzt Dings oder was? Wir brauchen doch kein Essen. Wir farmen jetzt hier alles, was wir mitnehmen können. Und vor allem endlich mal neue Gegenstände. Wir haben ewig nichts mehr gefunden, was uns wirklich so weiterbringt. Weißt du, was ich meine?
gut, nein, die Benzin-Dinger. Boah, wie viel kann ich denn jetzt tragen? Wie viele Stöckis? Wie viel habe ich im Inventar? Also, wie geht diese Stöckis? 20. Weiß ich doch jetzt nicht mehr. Also mit Stoff und Seil, glaube ich. Dreimal Seil und ganz viel Stoff. Boah, hat mich das Reh erschreckt. Oh mein Gott. Die Markierung hier hinten, war das dieses Lager? Welches meinst du? Oder war das eine Höhle? Nee, Lager haben wir nicht markiert. Shit. Das sollten wir eigentlich auch einführen. Mit einer anderen Farbe vielleicht. Ein Hasenfell brauche ich dafür noch. Felle, der oh, dafür brauchen Felle. Ja, gut, habe ich jetzt nicht dabei. Wo bist du denn eigentlich? Wie bitte? Wo bist du denn eigentlich? Ja, wir wollten noch auf Entdeckungstour gehen. Bei der roten Flagge, waren wir da jetzt schon? Ja. In der Höhle? Ja. Ja. Oh, da unten ist was blau. Oh, das ist ein Koffer. Jawohl. Aber eine Spiele. Aber schade, egal. Koffer sind Koffer. Auch. Alkohol, wichtig. Klebeband und Stoff. Ich habe nämlich null Stoff. Stoff brauche ich. Nimm du. Ach, Stoff. Ich finde nur Chicorée und mit dem kann ich nichts machen. Na doch, so eine Energiemischung kann ich irgendwie. Aber ich finde nichts anderes. Neue Pflanze entdeckt? Hä? Hast du was aufgesammelt? Nee. Wieso denn eine neue Pflanze? Hier waren wir auch noch nicht, wo wir gerade sind. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube halt auch mit diesen Pflanzen kannst du extrem viel so, also diese Pflanzenmischungen. Ich habe ja diese eine Energiemischung, gibt es ja noch irgendwie. Und ich glaube, die ist auch richtig krass. Wenn du so eine Energiemischung machst, weißt du? Was bist du, ja. Oh, du hast mich voll erschreckt. Was sind bei dir auch die Vögel hier gerade so laut? Ja, geht eigentlich mal. Hier ist eine Echse, die ist voll getarnt. Weil... wenn du im Fight bist und dann schnell diese Energiemischung nehmen kannst, das ist, glaube ich, schon ganz gut eigentlich. Aloe Vera habe ich und Samen auch. Du musst einfach auf dem Boden die ganze Zeit spammen, wenn du es... Da finde ich nur Steine und Stöcke. Ja gut, irgendwann findest du auch noch andere. Wobei ich mittlerweile die Pflanzen auch erkenne irgendwie. Wir haben auch noch kein großes Dorf gefunden irgendwie. Gibt es denn große Dörfer? Ja, ja. Ja, aber also wirklich große oder wie groß sind die dann? Schon sehr groß. Oh, hier oben kommt gleich ein Berg, da können wir gleich runter gucken. Hinter diesen Gegner? Bei mir sind Gegner. Einer oder wie viele? Ich kann es nicht ganz zuordnen, wie viel es sind. Ich sehe hier nämlich gerade gar nichts. Deswegen erstmal auf den Berg. Oh, hier ist ein Dorf. Ein kleines. Und hier schreien welche rum, aber die sind hinter uns. Hier ist ein Benzinkanister. Noch einer. Ich habe zwei Stück. Tennisball. Hier ist wichtig. Fanta. Ey, Uschi, lass mich. Alter, hier ist ein richtig Riesentotem. Oha. Oha. Kann man nur einen Benzinkanister mitnehmen? Nee. Nee, man kann zwei mitnehmen. Oh, Seil, zwei wichtig. Mit. Kommst du klar? Ja, oder? Joa, das geht. Jetzt habe ich ja endlich mal Rüstung. Hör auf zu schreien. Lass ihn einfach töten. Jetzt sind seine Kerzen an. Aber ist hier das Loch? Siehst du, wir sind noch nicht ganz ums Loch gelaufen, weil wir sind jetzt auf einer ganz anderen Seite vom Loch, glaube ich, oder? Ist hier überhaupt das Loch? Hast du das
doch nicht zerstört. Nee, hier ist das Loch gerade. Hier ist Wasser. Ich glaube, hier waren wir hier schon? Ich glaube noch nicht. Weil ich glaube, hier sind irgendwo auch noch Flugzeugteile. Kann man das Flugzeug mal man kann auch irgendwo, ich glaube, dass man auch irgendwo die Map übrigens, nee, man kann das Flugzeug nicht zusammenbauen, aber man kann eine Map, glaube ich, auch finden. Eine Karte. Echt? Ich glaube, man kann eine Karte finden, die wird dann also immer aufgedeckt, je nachdem, wo du rumläufst halt. Aber so krass ist das gar nicht. Die Karte. So eine Karte. Weil wir haben ja alles markiert eigentlich. Doch, weil du deine Markierung und so auch drauf siehst, ist schon stark. Ja, fürs gut, Essen. Au, ist es giftig? Oh. Au, ist es nochmal giftig? Hast du kein Essen weggenommen? Nee, ich hab gar nichts zu essen dabei. Ich hab dir doch gesagt, du sollst vorher nochmal auf Klo gehen. Ja. Ey, hier ist ein Tannenwald. Wo ich jetzt bin. Wo ich bin, ist auch ganz schön viel. Verrücktes Zeug. Ganz viel verrücktes Zeug. Ganz genau. Ein Riesenwald, ein Riesenfluss, ganz viel Wasser. Ist bei dir denn so ein Dings? Komm mal. Also ist bei dir ein anderer Wald als sonst? Ja, komm mal her. Ja, dann komm ich mal zu dir gelaufen. Also wir sind hier runter. Ich glaube, du bist im selben, oder? Nee. Hier ist auch nochmal ein Zelt. Nee, das ist ein Stein. Was war das denn? Ich sehe nur, wieso sieht er denn da jetzt ein Zelt? Er läuft doch um den Stein rum. Das sieht doch immer so dummihaft aus, gell? Wie die Charaktere hier so rumlaufen. Sieht immer so voll lost aus. Guck mal. Komm her. Der sieht uns. Wer? Hier schleichen Kannibale durch den Wald. Wo? Da. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Wir müssen gleich dann, wenn es dunkel ist, so ein Lager machen, wo wir schnell speichern können. Haben wir dafür genug Materialien? Da brauchen wir doch nur Stöcke und Blätter, oder? Ringelblumen immer wieder. Mhm. Stöcke und Blätter, ja gut. Ja, das sollte passen. Hier unten sind ganz viele Ringelblumen. Oder? Nee. Das sind einfach nur rote Büsche. Danke für nix. Hier ist noch immer ein Dorf. Vor mir. Oh mein Gott, ich glaube, hier ist so viel. Das ist alles für uns Neuland. Hier ist ein großes Dorf. Hier ist ein großes Dorf. Ganz groß. Hier ist übel viel Stoff. Ja. Hier ist Stoff aufgehängt. Das ist auch übel gut, weil wir da jetzt nachts. Da sitzt jemand. Oh nee, der sitzt da nicht ganz. Hier werden wir kaum Besuch bekommen nachts. Daniel, die haben hier BDSM-Shit irgendwie gemacht. Das ist doch so schön. Ja, aber der hat so ein Dings, Tennisball im Mund. Oha, aber das hat ihm, glaube ich, schon Spaß gemacht. Glaube ich auch. Die haben ihn hier auch so mit Tennisschlägern also die haben sie den Tennisschläger an den Mund. Ja, was kann ich hier essen? Oh, ist nicht giftig, perfekt. Bauen wir schnell so ein Lager hier hin. Ja, komm mal. Sind hier Zelte vielleicht noch? Nee. Na gut, dann. Baust du eins oder soll ich? Bau du mal schnell. Dann sammle ich hier am nächsten Tag den Stoff, weil ich sehe hier auch gar nichts mehr. Ich habe keine Blätter, keine Stöcke mehr. Speichern. Oh. Und wir können gleich auch schlafen. Jo. Jetzt, eine Sekunde noch. Warte mal. Ich will jemand ins Gesicht leuchten. Hallo? Boah, siehst du cool aus. Ey, bei diesen Mücken, weil du so stinkst wegen der Rüstung, glaube ich. Ey, bei dir sieht das so eklig aus, ne? Ich umarme die Mutanten. Du hast sogar ein Auge dran. Was hab ich sogar? Ein Auge ist an deinem Bauch. Boah, das sieht ganz komisch aus, was du da tust. Ey, bei deinem Bauch ist auch ein Auge. Zeig mal. Ja, okay. Oh, ich höre die Fliegen. Nee, die Fliegen sind nicht wegen mir hier. Nee, glaub ich auch. Die sind hier. Oh, wir können schlafen. Gutes Nächtle. Hoffentlich schlafen. Aber hier ist auch ein schöner Platz zum Schlafen, finde ich. Oh, das ist kaputt gegangen. Oh, perfekt. Hier ist ein Koffer. Schön. Ja, ich weiß. Schön viele Koffer. Hier sind aber auch Leichen, ne? Guck mal hier. Stimmt. Oh, die haben den Bauch aufgegessen von denen. Das ist ein bisschen gemein, oder? Oh mein Gott, hier ist so viel Trinken. Cola und so. Oh, hier ist Sprengstoff. Dynamit ist hier bei mir.
Sehr schön. Ja, stimmt, auf dem Boden liegt ganz viel, liegen ganz viele Getränke. Oh, hier ist wieder so. Wie heißen die hier nochmal? Leiterpalette. Wie hast du es gerade genannt? Lass mich in Ruhe. Ich habe auch noch eine Leiterplatte. Aus dem hier, PC. Guck mal, komm schon an. Fang. Einfach so gegen den Kopf geworfen. Fang. Ja, hier läuft einer rum. Ich glaube, der mag das nicht, dass wir hier drin sind. Wir sollen uns in Ruhe lassen. Wir wollen hier looten. Loot ist cool. Hier ist nochmal ein Seil. Nochmal ein Seil. Oh, wir hätten hier unsere Base bauen sollen. Aber was meinst du, was hier abends los ist? Hier ist richtig Party. Wie viel Dynamit hast du? Oh mein Gott, hier ist, da geht das Lager noch weiter hier hinten. Daniel, wie viel Dynamit hast du? Brauche ich immer Dynamit. Weil hier waren, also, falls du nur einen hast, da hinten sind drei weitere in der einen Kiste. Ich finde das Dynamit nicht mal. Aber ich habe relativ viel auf jeden Fall gesammelt eben. Hier geht das Lager noch weiter und hier sind Gegner. Dynamit ist unten links. Ey, hier ist so viel Stoff, das ist so wichtig, weil ich gar nichts mehr hatte, gell? Ich bin mir auch ziemlich sicher. Also hier ist entweder irgendwo die Motorsäge oder eine Höhle. Guck mal, der spaziert hier mit uns rum. Scheiße, guck mal, der greift mich nicht mal an. Er ist so, der findet es, glaube ich, gar nicht mehr. Moin. Moin. Ja, hi, hallo. Es geht. Ich glaube, wir wollten mal hallo sagen. Ey! Jetzt also. Das ist jetzt ein bisschen fies. Nö. Ich wollte mit dem befreundet sein. Alter, hier liegen so viele Benzinkanister. Ne? Ich hab 4 Stück oder so jetzt. Hä? Ich hab einen Kopf. Ja. Mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf. Hast du noch Seile? Ich kann keine Seile mehr haben. Hier drinnen liegen noch welche. Alter, ich sehe nur, wie du da hinten den abschlägst. Ich guck nur in die Richtung und sehe aber nur, dass du. So, wir können hier weiter, oder? Ja, da hinten ging es auch noch weiter, aber hier sind noch überall. Oh mein Gott, hier sind die da. Hier ist noch mehr Dynamit. Wo bist denn du? Ah, oh, da hinten. Ich bin noch im Lager drin. Hier war diese gelbe Kiste, weißt du, die immer so Pfeile oder Leuchtfackeln oder so geben. Aber hier ist anscheinend doch nicht das. Die Säge. Ich dachte, hier wäre so eine Motor. Die Motorsäge wäre hier. Da hab ich schon geirrt. Okay, jetzt ziehen wir weiter, oder? Ja. Oh, hast du gegessen und getrunken? Oh, nee, stimmt. Hier sind Bären auf jeden Fall ganz viele. Ja, alles gut. Ich habe Essen und Trinken dabei. Ich habe auch meinen Wasserschlauch noch aufgefüllt. Ja, klar, ich auch. Fürs Retten. Oh, hier sind wieder Koffer. Hier, das Dorf geht hier hinten noch weiter, wo ich bin. Ja, da war ich eben auch. Das ist schon nice, gell? Hier sind auch noch überall Koffer. Oha, Clip, wir haben hier so viel Loot. Wie viel Stoff habe ich jetzt? 52, ey, das hat mir das Leben gerettet. Jetzt müsste ich doch Seil. Da lagen auch noch Seile. Steinbeutel. Wo die Wildschweinfell. Ein Wildschweinfell. Ein Seil. Geil. Steinbeutel habe ich jetzt auch. Ich habe einen Hinweis gefunden. Dann lass den mal, bleib mal genau da stehen, dann brauche ich den auch. Und ich habe hier Farbe. Warte, ich bin on the road again. Wieso habe ich mich jetzt angemalt? Dann greifen die dich auch nicht an. Das ist sehr gut. Dann greifen dich die normalen Kannibalen nicht mehr an. Das will ich aber. Ich komme zu dir. Hier ist ein Kannibale bei mir, aber ich laufe einfach an dem vorbei. Das ist gut. Ist gut, der mag mich. Boah, hier ist auch noch überall Stoff. Ich renne wie so ein kleines Kind so zu dir. Lalalalala. Stoff. Meinst du, kleine Kinder reden so? Stoff. Aua, das war giftig. Voll mies. Ich meine, hier überall Bären hin, die gesund sind und dann auf einmal so giftige dazwischen. Wir sind richtig hinterhältig.
Hier ist der Hinweis, oder? Ja, daneben ist der Farbeimer auch eigentlich. Oder hast du ihn denn nicht mehr? Das heißt, das Bild soll einem sagen, dass man befreundet ist, wenn man angemalt ist. Aber guck, wenn ich jetzt. Wo ist der Kannibale? Wenn ich jetzt da hingehe, greift der mich nicht an. Wenn ich den jetzt nicht angreife, greift er mich auch nicht an. Guck, wo ist er? Hä, hey, wieso, was hast du denn für ein Bild? Ich hab de, da, bei mir war jemand, der eine Waffe gegeben hat. Ja, aber der war, die waren doch beide freundlich auf dem Bild. Und das sollte zeigen, dass wenn man die Farbe anhat, die freundlich sind. Guck, wenn wir jetzt hier zu denen gehen, hier hinten sind sie doch gewesen. Und wenn wir nichts machen, nichts kaputt machen oder so, dann greifen die uns nicht mehr an. Achtung. Wo sind sie? Hier, komm mal hier. Komm mal her. Guck, greifen uns nicht mehr an. Oh. Aua. Okay, sie greifen uns doch an. Ich bin ein bisschen in den Weg gelaufen. Psch, sei leise, ey, die holen hier wieder um Mutschgas. Halt bloß dein Maul. Dein Maul. Hä? Wieso greift denn Sushi an? Ey, das kann nicht sein, ich hab schon mal so gerüstet worden, ne? Echt, ich nicht. Hast du eigentlich schon das Glockeneimer benutzt? Wie immer. Bei nahezu jedem Zweikampf. Oh, hier geht's noch weiter. Ey, wo geht's hier hin? Hier geht's zu diesem Wasserklausch. Und da ist, glaube ich, Flugzeugteile auch abgestürzte. Hier läuft doch irgendeiner. Ja, bei mir. Ist manchmal voll verwirrend, weil man auch die... Oh mein Gott, hier ist ein Riesenmeer. Ich bin blutüberströmt. Alter Schwede. Sind wir an der Klippe? Ja. Oha. Das ist ja krass hier. Okay. Mal suchen, ob ich würde sagen, wir verabschieden uns, Kleppi. Da machen wir das so. Und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. In alter Frische schlachten wir morgen wieder zusammen ein paar Kannibalen ab. Bis dann. Oh, tschüss. Ja. Tschüss.